Jo, was geht ab, meine lieben Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Heute haben wir ja unsere garantierten Bundesliga Team Season Pack plus ja jeweils eins von den Bundesliga normalen Upgrade und Premium Upgrade. Ich habe da ein paar schon gespammt. Highlights werden die kommenden Tage kommen. Bis jetzt aber noch kein Team Season bezogen. Ich werde aber die Tage noch mal ein bisschen öfter spammen. Ich habe da auf Twitter schon sehr, sehr viele Sachen gesehen, dass die Team-Season-Karten von der Bundesliga viel öfter getroppt werden als die anderen Spieler von den anderen Ligen. Aber schauen wir mal. Zaha werde ich noch machen, Freunde. Wir haben da noch einen Tag und 18 Stunden, also keine Sorge, den werde ich auch noch machen. Dann würde ich sagen, ich schnack mir nicht lange. Wir fangen erstmal hiermit an. Brauche einen Team-Season-Spieler, zwei Bundesliga-Spieler und nur 82 Rating. Also ist sehr, sehr günstig eigentlich. Ich werde Allison reintun, weil ich ihn ja nicht wirklich brauche und er ist untauschbar, fand ihn okay, aber jetzt nichts Besonderes, nicht besser als Derea, von daher, ja, passt das. Die restlichen Spieler, außer die drei von der Bundesliga, sind untauschbar von den Upgrade-Packs. Glaube ich, Kolasin hat sich auch noch tauschbar, aber ja, im Großen und Ganzen sehr, sehr günstig. Dann schließen wir erstmal ab und schicken ist auch ab. Ah ja, bevor ich es vergesse, gestern war ich auf der Asian United und ich habe zwei, drei Leute von euch getroffen. Einmal gehen die Grüße raus an Dat, ja, mit ihm habe ich sogar ein Foto gemacht, hat er mir später bei Instagram geschickt. Und nochmal zwei andere Kollegen, da gehen ja auch die Grüße raus. Aber ich habe leider die Namen vergessen. Ich war da einfach schon zu Maddo und habe da einfach den Namen vergessen. Aber ja, war auf jeden Fall cool, ein paar von euch zu sehen. Wir machen hier nochmal jeweils ein Pack von denen für das heutige Video. Ja, hätte ich jetzt nicht gedacht, ja, einfach, ja, paar angesprochen. War ist auf jeden Fall lustig, immer von euch euch zu sehen. Viele haben mir auch gesagt, am Anfang haben die mich sehr krass verfolgt und dann ein bisschen weniger, weil sie selber dann nicht mehr so viel FIFA gespielt haben. Das ist ja immer so bei FIFA, ja, dass die Lust, die Motivation gegen Ende immer weniger wird. Bei mir ist es ja so ähnlich und ja, mein Team ist schon krass und ja, keine Ahnung. Also, was ich noch vergessen habe, wir haben noch zwei weitere Packs, das zeige ich euch jetzt hier. Das waren ja die Originals, glaube ich. Da kamen zwei SBCs raus. Einmal hast du ein Megaset bekommen, einmal ein 50k-Pack. Und da, Freunde, da hast du auf jeden Fall gut Profit machen können. Die Franzosen gingen für richtig viel Münzen weg. Wenn wir hier gucken, 4, 6, 5, 3, besonders die Flügelspieler RF und LF. Guckt euch die Preise an, 4.000, 5, 5, 4.000, 3.000, 3.000, 2, 8, 6.000, 3.000, 4.000, 3.000, 5.000. Also ihr seht, es geht immer so weiter und insgesamt haben wir, glaube ich, 120, 115.000 ja, mit Spielerverkäufen von Vereinen unvorbereitet gemacht. Dafür ist es halt gut, wenn man Spieler im Verein hat, also wenn man Packs aufmacht und die nicht direkt discardet. Oder wenn man die Prediction macht, ja, auch gegen Ende jetzt hier hin. Seht ihr das? Es lohnt sich immer noch. Und dann würde ich sagen, schnack mir nicht lange. Wir machen jetzt ein kleines Pack-Opening. Ein kurzes Video wird das. Wir fangen mit dem Goldset an. Ja, wir werden alle 7 Packs hier aufmachen. Und im ersten Pack haben wir direkt mal einen Non-Rare. So, weiter geht's mit dem Premium-Goldset. Come on, Premium-Goldset. 3 seltene Objekte. Können wir da was sehen? Oh, Inform! Inform! Let's go! Ich weiß gar nicht, wer alles Team of the Week ist, aber es ist ein Spieler von der MLS. Diaz. I take it. Ich glaube, der ist Abstoß. Aber, hey, nicht schlecht. Nicht schlecht, Freunde. Was ein Trading-Tipp sein könnte, ist, ihr habt ja gesehen, was die Wochenaufgaben sind, ne? Die Wochenaufgaben sind meistens jetzt, schieß ja, so und so viele Tore in der Online-Season, ja, mit Spieler von der Liga. So, dieses Mal haben wir, glaube ich, was haben wir hier? Liga NOS, genau. Liga NOS, die ganzen Informs sind richtig krass gestiegen. Wer ein bisschen risky investieren möchte, kann ja jetzt gucken, ja, welche Ligen kamen jetzt noch nicht vor von der Rest der Welt und kauft sich da Abschlussinforms, die einigermaßen gut aussehen von den Stats her. Natürlich ein bisschen risky, muss jeder sich selber überlegen, das zu machen. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Premium Goldset Bundesliga. Ja, normales Goldset, drei Bundesliga-Spieler sind am Start, keine Leinwand. Aber immerhin haben wir schon mal eine Special-Card gezogen, nicht schlecht. Und das ist, ach, Hector, boah, im letzten Spiel, ja, letzten Spieltag hat er nochmal ein richtig geiles Tor gemacht. Oder war das das vorletzte Spiel? War auf jeden Fall, hat er nochmal ein schönes Tor rausgehauen, à la Lionel Messi. So, und dann würde ich sagen, machen wir das Premium-Spieler-Set Bundesliga auf, come on. Ich habe ungefähr schon 5, 6, 7 jeweils aufgemacht. Bis jetzt noch nichts Blaues gesehen. Und hier sehen wir nicht mal eine Leinwand. Schade.
Schade, schade. Was soll ich da sonst sagen? Das ist Raphael. 82er Rating. Ist okay, aber ja, bringt uns jetzt auch nicht so viel weiter. Wir brauchen was Blaues. So, und dann geht's weiter mit Megaset. Ja, 35k, 18 seltene Objekte, 26 Gold, 30 insgesamt. Komisch geflackert. Das ist eine normale Leinwand. Ja, eine normale Leinwand am Start. Frankreich Innenverteidiger ist es. Didi. Der gute Didi, der war am Anfang so viel wert. Ich weiß es noch, ich habe ihn, glaube ich, für 20.000 mal gekauft. Und jetzt ist er, ja, 2k oder so wert. Ja, okay, es sieht diesen aus. Ja, Team Fitness, ja, immerhin zwei Stück. Ja, kann man so machen. So, weiter geht's mit dem 50k Pack. 12 Goldspieler, alle selten. Let's go. Let's go. Sehen wir nochmal eine Leinwand. Ja, immerhin eine Leinwand, das ist okay. Deutschland, Innenverteidiger. Süle, okay. Hätte auch Boateng sein können, aber Süle nehmen wir mit 84 Rating. Sollte, könnte noch was wert sein. Ja, Nummer 2, 83er. Ist in Ordnung, das Pack. Was ich nochmal sagen möchte, habt ihr einen Vorfall mitbekommen bei den Originals mit Kurt? Der ist ja bei, der hat irgendwie drei Tore gemacht und dreimal direkt hintereinander einen Kickoff Goal bekommen und ist dann aufgestanden, wollte eigentlich nicht mehr weiterspielen. Und ich bin ganz ehrlich, ich finde das gut. Ich finde diesen Protest von ihm richtig, also gut, dass da mal einer was macht, damit die EA mal sich, sag ich mal, sich blamieren und dann merken, oh shit, die können nicht machen, was sie wollen. Und nicht immer diesen ganzen Ja-Sager, ja, es ist so, du musst es trotzdem damit umgehen können. Nein, die müssen das fixen, Mann. Das fuckt mich auch, deswegen feiere ich auch in der deutschen Pro-Szene Erhano. Erhano ist auch jemand, der macht seinen Mund auf. Nicht wie die ganzen, ich will jetzt niemanden angreifen, aber ich habe zum Beispiel letztes Mal, das war aber vor ein paar Monaten, ein paar Wochen, einen Pro von Wolfsburg geguckt, ne, einen Stream von ihm. Digga, das war so langweilig zum Angucken, wie der gespielt hat. Es war effektiv, ja, er hat sehr defensiv dieses, ihr wisst, dieses immer zumachen und dann immer dieselben Tore hat er gemacht. Entweder ein Doppelpass oder die Linie lang und dann quergelegt ein Tor. Das ist jedes Mal so. Und ich dachte mir nach einem Spiel, Digga, wer guckt sich das für Spiele an? Digga, da habe ich direkt umgeschaltet. Also, ja, Freunde, also, ich find's gut. Schreibt mir mal in den Kommentaren, was ihr darüber denkt, wenn ihr davon mitbekommen habt. Ich habe das auch erst später mitbekommen, weil ich ja unterwegs war. Meiner Meinung nach, ja, hat das ein bisschen Eier gezeigt, ja, ein bisschen Mut gezeigt, sowas zu machen. Ja, das finde ich echt gut, dass da, weil, auch wenn ich das immer in den Kommentaren lese, das Gameplay ist bei Weitem wirklich nicht gut. Wirklich nicht gut, Freunde. Es ist nicht gut. Und ich habe auch in den letzten Videos immer versucht, weniger darüber zu reden. Aber ich muss auch sagen, das hat mir auch letztendlich den Spaß genommen. Ich weiß noch, eine Folge, wo ich, glaube ich, Mission Impossible gespielt habe und das Gameplay war da richtig geil. Und seitdem, seit dieser Folge, habe ich nicht ein Spiel mehr mit so einem Gameplay gehabt. Bis jetzt ist jedes Spiel so träge gewesen, dass ich habe einfach keinen Spaß. Also, ich habe da auch im Video nichts gesagt, weil viele dann sagen, oh, du mit deinen Ausreden. Da habe ich deswegen auch nichts mehr gesagt, aber ganz ehrlich, ich habe voll den Spaß verloren, weil das Gameplay seitdem wirklich sehr träge ist. Und ich habe mich versucht, da anzupassen, aber ich kann es nicht, weil es macht irgendwie keinen Spaß. Und da habe ich dann genug geschnackt. Es gibt sehr viele Spieler von der Bundesliga, Team, die ich haben möchte. Reus, Lewandowski, Bay, Werner. Den gibt es noch. Es gibt so viele, ja. Hammes. Es gibt auch einige, die ich nicht mag, ja. Die wahrscheinlich die alle so unter 100k wert sind. Diese Torhüter, Radetzky, Pavlenko. Wenn ich aussuchen könnte, mein Lieblingsspieler ist Reus. Wenn ich den ziehen würde, aus. Außen vorbei. Mal schauen, wer jetzt rauskommt. Let's go. Let's go. Let's go. Können wir nochmal Packler haben? Yay. Brasilien, wer ist das? Wendell. 91er Wendell. Nicht schlecht, muss ich sagen. Nicht schlecht. Ich werde ihn ausprobieren statt Gaia. Ich glaube, der ist besser als Gaia, aber schlechter als Jordi Alba, den ich noch nicht gekauft habe, Freunde. Nicht schlecht. Nicht schlecht, Freunde. Ganz ehrlich, ich bin halbwegs zufrieden. Halbwegs zufrieden. Der ist nicht so teuer. Den hätte ich auch selber kaufen können für 150.000. Aber ich bin ehrlich, die Stats sehen geil aus. Okay, groß, ja, 1,76, Hochmittelarbeitsrate. Linker Fuß ist gut, falls er mit vorne angreift.
Abschluss natürlich sehr, sehr schlecht, ja. Aber Schusskraft, Fernschuss und Stellungsspiel ist gut. Pace sehr gut. Passspiel ist sehr, sehr gut eigentlich. Dribbling ist sehr, sehr gut. Defensive, da sehen wir schon vielleicht die, der Nachteil sein könnte. In der Luft ist er wahrscheinlich nicht der stärkste. 1,76 plus, ja, Sprungkraft nur 80 und Stärke 75. Das könnte seine Schwäche sein, dass er da die Duelle verliert. Aber ja, im Großen und Ganzen bin ich zufrieden. Ich werde ihn auf jeden Fall ausprobieren. Schreibt mir mal in den Kommentaren, wen habt ihr gezogen? Seid ihr zufrieden oder nicht? Ja, also ich denke, das ist so ein Okay-Spieler. Okay-Spieler. Wir haben ja morgen am Dienstag nochmal eine Chance. Mal schauen, ob wir da den Reusy Boys ziehen können. Und Batshuayi oder Lever. Wäre ich auch zufrieden. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dann. Ciao.